Ja, hallöchen, liebe Freunde, da sind wir auch wieder zurück in der Welt von Dragon Age 2, hier in der Hütte der guten Elfin Meryl. Bevor wir jetzt aber weiterziehen, will ich mal kurz überprüfen, was wir noch so an Ausrüstung haben. Ich habe nämlich gesehen, da habe ich einiges vergessen auszurüsten. Hier, der Evelyn, das verzierte Amulett ist zum Beispiel sehr, sehr angenehm, nettes Ding. Was hat die denn hier für ein Amulett? Plus 9 Gesundheit, dann geben wir das verzierte Amulett. Und der Evelyn, was hat die hier im Petto? Wie ist denn das? Ist eigentlich ganz gut. Der Meras. Ja, ist kein schlechtes Ding. Und dem anders. Plus 10 Gesundheit, plus 8 Heilung durch diesen Charakter. Das sieht auf jeden Fall alles gut aus. Das Langschwert ist mit Sicherheit ein... Obwohl, ist, nee, ist nicht besser. So, Klinge der roten Geburt. Die ist auf jeden Fall richtig böse und die sollten wir mal der guten Isabella geben. So, was haben wir hier noch? Sendel Spezialrune. Das könnten wir mal anwenden. Ausdauertrank, Amulett. Kleiner Rosendiamant. Hier müssen wir auch mal haufenweise Plunder wieder verscherbeln. Naja, so. Ich denke, dann ziehen wir jetzt mal weiter. So. Gucken wir gerade in das Questlog. Anforderungen des Kuhn, Schwarzpulvergefälligkeit, Hauptverdächtiger, sekundär Narrengold, nächtliche Schrecken, sprich mit Ariane im Gesindeviertel in der Unterstadt, Wege im Untergrund, kontaktiere Herrin Shelby bei den Docks, sie hat Informationen über Aufträge, die den Abtrünnigen in Kirkwall helfen. Was machen wir denn dann? Widmen wir uns vielleicht erstmal diesem Nebenquest hier. Ich bin leicht verschnupft, vielleicht hör das. Ich habe ein bisschen Schnuppen, weil ich hier den Pollenflug ausgesetzt bin. Eigentlich bin ich für sowas gar nicht so anfällig, aber momentan irgendwie schon. So, hier haben wir Schwarzpulvergefälligkeit und Wege im Untergrund. Dann wollen wir uns hier mal an die Docks begeben. Mal gucken, was wir da alles so erleben an den Docks. So, hier vorne sind wir auch schon direkt beim Kunari. Das machen wir aber erst nachher. Erstmal gehen wir hier rüber, erstmal Karte aktivieren. Das check ich mal. Hier haben wir mehrere Quests. Arishok, mit dem können wir quatschen. Hier der Kunari hat noch ein Quest für uns. Ja, dann mal raus mit der Sprache. Eine Patrouille an der verwundeten Küste ist verschwunden. Der Arishok sagte schon, ihr hättet ein gewisses Ehrgefühl. Deshalb sagt mir, habt ihr sie getötet? Und wenn ich gestehe? Ja, wir haben sie natürlich getötet, diese nichtsnutzigen Kunari. Und wenn ich gestehe, passt auf, wen ihr beschuldigt. Ich bin euer Hauptverdächtiger. Ich bin unschuldig. Und wenn ich gestehe? Wenn dem so wäre, warum sollte ich es euch dann erzählen? Ihr würdet mich nur angreifen. Ich suche eine Antwort auf eine Frage. Was ist mit dem verschwundenen Karatam geschehen? Vergeltung ist bei dieser Aufgabe ohne Belang. Ich bin euer Hauptverdächtiger. Passt auf, wen ihr beschuldigt. Ich bin unschuldig. Passt auf, wen ihr beschuldigt. Ich habe in letzter Zeit keine Kunari getötet. Also hütet eure Zunge, wenn ihr nicht wollt, dass sich das ändert. Ich glaube euch. Haha. Wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid, verschwende ich hier meine Zeit. Natürlich sind wir dafür verantwortlich. Finde heraus, was mit einer Kunari-Patrouille, zugestoßen ist, die entlang der verwundeten Küste verschwunden ist. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das diese Patrouille ist, die den Sarebars gesucht hatten, die wir umgenietet haben. Aber scheinbar ist dem doch nicht so. So, dann gehen wir jetzt mal. Ach, nee, müssen wir ganz woanders lang. Hier einmal noch die Karte aufdecken. Hier, Herrin Shelby oder Herrin Selby. Ich weiß es nicht. Latschen wir da mal rüber. La 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 la. Tritra trolala. Was macht eure Reliquie eigentlich so wertvoll? Das, was alles wertvoll macht. Jemand ist bereit dafür zu bezahlen. Schön, dass ihr nicht ausweicht. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich bin, weil ich jedem mein Blatt gezeigt habe, versteht ihr? Nein, euer Blatt war es nicht, was ihr jedem gezeigt habt, wie man hört. Was hat die denn daneben gezeigt? So.
Was haben Sie denn hier für uns, gute Frau? Was braucht ihr, mein Lieber? Eine Paketlieferung vielleicht? Mein Name ist Hawk. Ich habe hier einen Brief von einigen Magierfreunden. Ja, ich sehe schon. Werft einen Blick auf die Rückseite unserer Anschlagtafel, um euch unsere speziellen Preise anzusehen. Warum helft ihr Magiern? Es ist gefährlich, Abtrünnigen zu helfen. Wenn die Templer euch in die Finger bekommen. Eine meiner Schwestern ist eine Magierin. Sie war ein liebenswürdiges Kind und so großherzig. Sie wurde letztes Jahr zu einer Besänftigten gemacht. Die Templer behaupteten, sie stelle eine Gefahr dar. Jetzt ist es, als wäre sie überhaupt nicht mehr da. Dieses Schicksal sollte niemandem aufgezwungen werden. Wie kann ich helfen? Ihr verwendet eine Geheimsprache? Redet offen mit mir. Mir steht nicht der Sinn nach Wortspielen. Was kann ich für die Magier tun? Kein Grund, gleich eingeschnappt zu sein. Es gibt vieles, was getan werden muss, um den Magiern zu helfen. Aber das steht alles auf der Tafel, mein Lieber. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr einen der Aufträge übernehmt. Okay. Dann gucken wir auf die Anschlagtafel, was da so steht. Suche und Rettung. Starkhaven hat vor 2 Monaten eine weitere Karawane mit Magiern zur Galgenburg geschickt. Ich danke allen, die bei der Rettung unserer Kameraden geholfen haben. Nun wurde einer meiner Brüder von Kopfgeldjägern ergriffen. Ich biete jedem eine großzügige Summe Goldes, der zur verwundeten Küste geht und ihn rettet. Letztendlich verdankt jeder Magier seine Freiheit einem anderen, einem mitfühlenden Vetter, einem freundlichen Bauern oder einem feraldischen Flüchtling. Sie helfen, weil das das Richtige ist. Und wir müssen endlich wieder alle an einem Strang ziehen. Terry aus Starkhaven. Nehmen wir mal an. So. Wie man einem Templer etwas anhängt. In den letzten 2 Wochen wurden 7 Abtrünnige gefangen genommen und schuld daran war dieser einzige Templer Sir Conrad Van Hart. Man soll niemals die Intelligenz eines Templers unterschätzen, aber Sir Conrad ist darüber hinaus auch skrupellos. Wir müssen diese Bedrohung ausschalten, jedoch ohne ihn zu töten. Das ist keine Option. Er muss entehrt und aus Kirkwall entfernt werden. Im Idealfall wird er sogar aus dem Templerorden geworfen. Zum Glück befürchten die Templer gerade von Marionetten eines Blutmagiers unterwandert zu sein. Einige von ihnen wurden abgestellt, die anderen zu beobachten. Und einer davon ist dem Lyrium verfallen und kann getäuscht werden. Sein Name ist Sir Roderick und er ist Stammgast im Gehängten Mann. Seine Aussage allein reicht aber nicht aus und darum müssen wir in der Galgenburg und der Unterstadt nach kleinsten Hinweisen... Hallo? Aha. Nach kleinsten Hinweisen suchen, um Sir Conrad zu diffamieren, bevor wir alle untergehen. Ja, natürlich, machen wir gerne. Einen Templer diffamieren. Das ist was Wunderschönes für den Schwarzmagier Sarazar. So. Ja, dann latschen wir jetzt mal hier rüber. Diese ganze Geschichte, da haben wir auf jeden Fall wieder haufenweise Quests angenommen. Ich denke, wenn wir jetzt hier in diesem Areal sind, können wir uns jetzt mal zum Arishok begeben. Das ist nämlich eine ganz schön spannende Angelegenheit, wo ich doch deutlich mehr erfahren will gerne. Und ich denke, euch geht's nicht anders, aber dazu sollte ich auch richtig latschen. So. Das Gesindeviertel ist schmutzig, überfüllt und es gibt dort furchtbare Elfenkrankheiten. Widerlich. Ja, ekelhaft hier. Wah! Und jetzt auch noch diese ganzen Kunari, die hier hausieren. So. Ach, ihr wollt mich da drin gar nicht bei euch haben? Frauenprobleme. Die Isabella zieht nämlich immer ab, wenn wir da rein wollen, das Areal, weil irgendwas ist da unkoscher mit der und den Kunari. Ich denke, da kommen wir noch hinter. So, Kava ist übrigens raus, der ist jetzt zu den Templern gegangen, dieser nichtsnützige Bruder. Wen nehmen wir denn dann mal mit? Nehmen wir einfach mal den Fenris mit vielleicht. Ja. Den Warwick, sorry, ich soll es ja immer richtig aussprechen. Ich habe mir irgendwie das Warwick angewöhnt, meine Fresse. Ich muss mir das wirklich mal wieder abgewöhnen, weil der Junge heißt natürlich Varric, ja. So, und den lasse ich aber mal hier stehen. Ich nehme den Fenris mit.
hierzu den Kunari. Vielleicht können wir den gebrauchen, weil der Fenris spricht ja die Sprache der Kunari. Und da habe ich direkt mal ein bisschen mitgedacht, erstaunlicherweise. So. Ihr habt die Erlaubnis, hier zu sein, Basra, bis der Arishok etwas anderes entscheidet. Ja, das will ich auch für ihn hoffen, für den Arishok. Sonst kriegt er einen ganz schönen Schock und Schrecken. Hahaha. So. Was hat er denn zu erzählen? Hallo, Arishok. Sarahawk. Also? Bei unserer letzten Begegnung kannte ich euren Namen nicht. Er interessierte mich nicht. Ihr habt euer Schicksal im Laufe der Jahre verändert. Die Kunari jedoch nicht. Ich möchte euch eine Gefälligkeit erweisen, Hawk. Jemand hat etwas gestohlen, das er für die Formel zur Herstellung des Guardlock hält. Ihr werdet Jagd auf ihn machen wollen. Heuert ihr mich an? Jemand hat euren Sprengstoff gestohlen? Was kümmert mich das? Unsere letzte Abmachung hat mir so gut wie nichts eingebracht. Löst eure Probleme selbst. Tausende werden sterben. Schön. Die gestohlene Formel war nur ein Köder. Sarkamek. Kein Sprengstoff, sondern ein giftiges Gas. Eine kleine Menge davon ist für eure Art bereits äußerst gefährlich. Wenn es jedoch in großen Mengen hergestellt wird, beispielsweise um es zu verkaufen. Dieser Händler, Javaris. Wäre er vorsichtig? Oder würde er von einem Erfolg ausgehen und so viel davon herstellen, dass es eine Gefahr für ein ganzes Viertel wäre? Wie ich sagte, eine Gefälligkeit, Hawk. Ihr werdet Jagd auf ihn machen wollen. Naja, bevor so ein Hans wie Javaris, dieser Zwerg, da irgendwas, ein Gas, eine böse biologische Waffe in die Finger kriegt, müssen wir vielleicht doch was unternehmen. Sonst wäre der uns ja mächtiger als wir und immerhin wollen wir die Weltherrschaft. So, welche Wirkungen hat das Gas? Und wie gefährlich ist diese falsche Mischung? Für die Kunari stellt sie keine Gefahr dar. Für euresgleichen ist sie hingegen ebenso gefährlich wie für jene, die sie einatmen. Könntet ihr mir das erklären? Das Gas tötet die Betroffenen. Doch zuvor bringt es Verbündete in blinder Wut gegeneinander auf. Je fähiger also jene sind, die uns entgegengeschickt werden, desto gefährlicher werden sie für ihre eigenen Leute. Es verwandelt also Diebe in Monster. Es ist nicht länger unser Problem. Thema vertiefen. Hat jemand den Diebstahl beobachtet? Javaris hat sich ziemlich viel Zeit gelassen, um den Diebstahl in die Tat umzusetzen. Seid ihr sicher, dass er es war? Auch andere haben nach dem Guardlock gefragt. Aber nur er hat sich entschieden, sich auch über ein Nein hinaus davon blenden zu lassen. Sind denn für einen hasserfüllten Narren 3 Jahre eine so lange Zeit? Mir fehlt die Fähigkeit, eine derartige Schwäche zu verstehen. Sein Verbrechen scheint offensichtlich zu sein. Weitere Beweise könnten für viele den Tod bedeuten. Ich würde nicht abwarten. Warum wolltet ihr mich, den bösen, düsteren Schwarzmagier? Ich habe vor 3 Jahren kaum ein Wort mit euch gewechselt. Warum warnt ihr mich jetzt? Ihr seid fähig. Wenngleich ich noch entscheiden muss, ob ihr auch fähig seid, zu verstehen. Rettet eure Straßen vor diesem närrischen Zwerg. Anschließend unterhalten wir uns. Ihr habt den Diebstahl zugelassen, Arishok. Ihr lasst diesen Köder also einfach offen herumliegen? Wir haben es dem Dieb nicht leicht gemacht. 3 Kunari haben bei seiner Verteidigung ihr Leben verloren. Das ist ausreichend, um ein Gefühl von Wert zu vermitteln. Wäre die echte Formel in Gefahr, würde das Kun von uns fordern, sie bis zum letzten Mann zu verteidigen. Danke für die Warnung, das gefällt mir nicht, Kunari. Er ist so gut wie tot.
Wenn der Morgen anbricht, gehört sein Kopf mir. Sein Tod ist unvermeidlich. Ihr allein entscheidet, wie viele ihm folgen. Panna Haydenhawk, ich bin äußerst gespannt, ob ihr das überlebt. Wir jagen ich also jedenfalls. Dann wäre es vielleicht ein guter Anfang, bei der Coterie nachzufragen. Schwarzpulvergefälligkeit. Geh zur Coterie in der Dunkelstadt und finde heraus, wohin Javaris gegangen ist.